bitte jetzt. Bitte schön. Gut, vielen Dank. Mikrofon ist an, Kamera ist, sollte auch an sein. Okay, ja, es geht um Vorlagenkurse auf der Moodle-Plattform eduvidual.at. Ich habe jetzt da seit mehreren Jahren daran gearbeitet, dass ich einfach so einen Vorlagenkurs zusammenstelle. Und zwar vor allem deswegen, weil ich sehr viele Kolleginnen auch hatte, die sagen, ja, das ist mir alles zu kompliziert, da mit Moodle da zu arbeiten. Und ich dachte mir, es ist ein gewisser Vorteil, wenn ich so eine Vorlage veröffentliche, die ein jeder benutzen kann, wo ein jeder für sich entscheiden kann, was er davon verwendet und was er davon eben nicht verwendet. Ja. In der Zwischenzeit sind diese Vorlagenkurse veröffentlicht. Das heißt, jeder, der einen individuellen Account hat und der Lehrerberechtigungen hat, kann gewissermaßen hier über den Ressourcenkatalog so eine Vorlage sich holen. Ich zeige das einmal ganz kurz her. Wenn ich da auf Ressourcenkatalog gehe, kann ich hier auf Mathematik einschränken. Und das Problem ist hier ein bisschen diese Suchfunktion, die funktioniert nicht wirklich besonders gut, weil wenn ich Vorlage Mathematik eingebe, dann finde ich es zwar aber sehr weit unten, weil da alle möglichen mathematischen Sachen. Ich habe meistens Erfolg, wenn ich nur Vorlage eingebe, dann kriege ich hier dann komische Sachen, die mit Mathematik eigentlich kaum was zu tun haben, aber dann sehe ich dann hier die Vorlagenkurse. Und Sie sehen hier, ich habe hier für die Unterstufe Mathematik 1 bis 4 sind sie da. Und für die Oberstufe sind es dann hier Mathematik 5. Dann, und ab der 6. Klasse ist es semestriert, das Ganze. Also Mathematik 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 und 8.1. Ja. Das ist etwas, also ich hoffe, dass das bald einmal so gemacht wird, dass diese Suchmaschine da ein bisschen zielgerichteter funktioniert. Ja. Die Sache ist jetzt die, wenn ich da jetzt einen Vorlagenkurs habe, brauche ich nur drauf klicken und ich mache das jetzt hier einmal und kann dann einfach dieses komplette Lernpaket dann einfach kopieren in einen eigenen Kurs von mir. Ja? Gut, ich gehe da wieder zurück und möchte jetzt hier anhand von einem oder zwei Kursen ein bisschen erklären, wie das ganze Ding funktioniert, wie diese Vorlagenkurse funktionieren. Ich habe jetzt hier frei, also mal, das ist das, was man sieht, wenn man den Vorlagenkurs für Mathematik 5, also erste Klasse in der Oberstufe, freigibt. Es ist so, diese Kurse haben den kompletten Lehrstoff, der ist da abgebildet, ja. Und zwar, man sieht hier in der 5. Klasse dann einfach diese einzelnen Bereiche, Zahlen und Rechengesetze und so weiter und so fort. Und dann haben wir Terme und Formeln, also einfach dieser Lehrstoff jetzt für AHS, 5. Klasse, der ist da abgebildet. Und ich möchte insbesondere auf vier verschiedene Elemente eingehen. Also man sieht hier, es ist das meiste ist hier ausgeblendet, weil ich mache das in der Regel auch so, dass ich einen Kurs mir einfach selber hole von den Vorlagenkursen, ja, die im Übrigen dann immer wieder dann ein bisschen verbessert werden, ein bisschen ergänzt werden. Das heißt, jedes Mal, wenn ich aus diesem Ressourcenkatalog mir einen Vorlagenkurs hole, dann kriege ich quasi die aktuellste Version davon. Ja. Es ist alles ausgeblendet und wenn ich als Lehrer jetzt irgendwie dann einfach da hergehe und sage, und da kann ich mir die Sachen alle anschauen und kann dann für mich selber entscheiden, will ich das verwenden oder will ich das nicht verwenden. Sobald ich das quasi freigebe, dann können Schüler und Schülerinnen das verwenden und können damit arbeiten. Ich möchte hier vor allem vier verschiedene Aspekte besprechen. Das sind zum einen sogenannte Hintergrundinformationen, das sind diese PDFs, die jetzt da alle jetzt nicht ausgeblendet sind. Ja. Das ist dann in weiterer Folge sind das Lektionen, interaktive Lektionen, die da jetzt bereits hinterlegt sind. Ja.
diese Lektionen sind gewissermaßen nicht, also sind nicht flächendeckend, aber es sind schon sehr viele da und Lektionen, das sind interaktive Lektionen, die dazu geeignet sind, dass Schüler und Schülerinnen sich selbstständig den entsprechenden Lehrstoff einfach aneignen. Sie haben dann Unterstützung durch Video, sie haben Unterstützung durch interaktive Übungen und so weiter. Ja. Das ist das zweite, Lektionen. Und das dritte sind dann gewissermaßen die Übungen, die dahinterlegt sind. Also alles, was hier dieses Symbol eines einer Aktivität Test hat, ja, das sind quasi Übungen, die ich freigeben kann, die sind flächendeckend. Also da haben wir, da habe ich in dem Fall den ganzen Oberstufenstoff damit abgedeckt, das möglichst in eher kleineren Portionen. Also man sieht hier beispielsweise, da gibt es eine Übung zur Zehnerpotenz- und Gleitkommadarstellung, wo einfach dann geübt werden kann. Das sind alles zufallsgenerierte Aufgaben. Das heißt, der riesengroße Vorteil von diesen Übungen ist einfach der, man greift hier zu auf einen zentralen Fragenpool, den ich zusammen mit einer Gruppe von Mathematikern jetzt seit mittlerweile 7, 8 Jahren entwickle, wo wir bereits, ich habe es jetzt gerade gezählt, an die 3500 Fragen drinnen haben, die alle zufallsgeneriert sind. Das bedeutet, sie sind in der Regel fast alle 100-fach hinterlegt. Ja. Das heißt, wenn man so will, sind da 350.000 Fragen drinnen. Ja. Und mittlerweile, ich glaube, wir sind da schon wirklich gut dabei. Es gibt selten dann noch Themen, wo ich mir denke, ah, da sollte ich noch was dazu machen oder so. Also es wird, wir sind jetzt eher schon dabei, diese Aufgaben dann ein bisschen zu verbessern, ein bisschen die Rückmeldung einfach anders zu gestalten und so weiter. Ja. Also man sieht hier, es ist einfach alles abgedeckt und es ist ein Bewertungssystem hinterlegt. Ja. Das ist dann der letzte Aspekt, auf den ich dann eingehen möchte. Ja. Hintergrundinformationen. Warum ist mir das wichtig? Das ist mir deswegen wichtig, weil in diesen Hintergrundinformationen einfach Informationen zusammengetragen sind, die ich beispielsweise selber nie auf der Universität gelehrt bekommen habe, die ich aber wichtig finde für den Mathematikunterricht. Ja. Und zwar geht es dort vor allem darum, dass ich da einfach Informationen weitergeben will. Wenn man von der Uni kommt, hat man immer, lernt man die Mathematik immer aus dem Begründungszusammenhang her erkennen, ja, und versteht gar nicht, wie die Mathematiker dazu gekommen sind, das so und so zu denken oder so und so zu sehen. Ja. Das heißt, in diesen Hintergrundinformationen habe ich sehr viel auch historisches Wissen da irgendwie mit hineingepackt. Ja. Und es soll eher das, was man eigentlich in der Schule machen sollte, sollte eher der Entstehungszusammenhang von Mathematik erklärt werden. Also dass man einfach das nachvollziehen kann, warum Mathematiker dazu kommen, die Sache so und so zu denken. Hier geht es zum Beispiel um das funktionale Denken. Das ist einfach ein Pfeil, das ich zusammengeschrieben habe, wo ich einfach versuche, da 5 Aspekte zu den Funktionen einfach darzulegen. Und es zahlt sich meiner Meinung nach aus, dass man das den Schülern mit den Schülern und Schülerinnen einfach durchmacht und ihnen da ein bisschen erklärt, wie man dazu kommt, jetzt da funktional zu denken. Ja? Das ist ja funktionale Abhängigkeit ist ja quasi ein wesentlicher Bereich der Zentralmatura, der ja dann natürlich auch in die Analysis hineinspielt und auch in die Wahrscheinlichkeitsrechnung hineinspielt. Ja? Also das ist einmal diese Sache. Beziehungsweise, das ist also das eine und das zweite, was mir wichtig ist, das ist, dass es auch darum geht, dass man auch Dinge anspricht in der Schule, die zwar nicht im Lehrplan drinnen stehen, hier geht es um die Trigonometrie, und hier geht es einfach darum, dass man einfach, man kann einfach eine Trigonometrie machen, ohne dass man zumindest irgendwie ansatzweise sowas wie die sphärische Trigonometrie mit ihnen behandelt. Und es geht auch darum, dass man dann sowas wie elliptische Geometrie oder hyperbolische Geometrie, dass man da zumindest einen Ausblick macht. Also mein Punkt ist einfach der,
dass ich überzeugt bin davon, dass ich kriege mehr Schüler dazu, sich dafür zu interessieren, wenn sie einfach sehen, wie die Mathematik, wie die Schulmathematik sich öffnet gegenüber der heutigen Welt. Ja? Und wenn ich dann nur die Schulmathematik mache, dann sind das Sachen, die man halt macht, wenn man es macht. Man macht einfach lineare Gleichungssysteme, wenn man es halt macht oder so. Und vermittelt ihnen nicht, dass das zum Beispiel bei einem Computertomographen eine ganz entscheidende Sache ist. Nur, dass der halt nicht mit zwei Variablen, sondern mit Tausenden von Variablen arbeitet. Also, dass man da einfach ein bisschen die Relevanz der Mathematik und das, sozusagen die Aktualität der Mathematik da mit Ihnen bespricht und da einfach, also was ich sagen will, ich habe da einfach ein paar so Hintergrundinformationen hinterlegt, wo ich versuche, die Schulmathematik ein bisschen hinauszuführen in die heutige Mathematik, die einfach relevant ist. Ja? Okay, also das ist einmal das eine. Das Zweite, das sind jetzt so Vorlagen, also so Lektionen, die ich da hinterlegt habe. Ich gehe jetzt da einfach auf einen Kurs von der 6. Klasse. Da sind jetzt beispielsweise, was möchte ich da zur Stochastik? Ja. Ich will das jetzt nicht, da ist Statistik, da haben wir auch Stochastik, ja. Da sind so Lektionen hinterlegt. Das sind in dem Fall jetzt wirklich GeoGebra, also nicht GeoGebra, Moodle-eigene Aktivitäten, Lektion. Das heißt, da müssen Sie einfach die schrittweise durchmachen und kriegen dann auch eine Bewertung dann dazu. Und da ist jetzt beispielsweise die komplette Stochastik jetzt in der 6. Klasse abgebildet. Ja. Da gibt es jetzt eine Lektion Stochastik 1, wo Sie so eine Gruppenbildung machen müssen, wo Sie Experimente durchführen müssen, wo Sie das dann eingeben müssen und dann Rückmeldung bekommen, ob Sie da jetzt gemogelt haben oder nicht oder mit wie viel Wahrscheinlichkeit Sie gemogelt haben oder nicht. Ja. Sie müssen dann da also Simulationen abgeben, ja. Sie machen einfach diese Lektionen durch und haben dann zum Schluss dann die Möglichkeit, hier immer wieder Übungen zu machen. Ja? Das sind jetzt Übungen. Ja? Das heißt, es ist jetzt, wie gesagt, diese Lektionen sind jetzt nicht flächendeckend, aber ich habe mir da jetzt aufgeschrieben, zu welchen Themen jetzt da bereits Lektionen drinnen sind. Ja? Ich habe jetzt gewissermaßen zur Stochastik in der 6. Klasse, die ist komplett. Dann zu den Zahlensystemen in der 5. Klasse, zu den Funktionen in der 5. Klasse, zu linearen Gleichungssystemen, zur beschreibenden Statistik in der 6. Klasse, zur Aktienanalyse. Das ist vielleicht eher für BHS dann auch interessant, aber manchmal kann man das auch in der AHS machen. Sie sind zumindest da sehr interessiert. Zur Differentialrechnung, zu den Kegelschnitten, zur Kosten- und Preistheorie, zur Binomialverteilung, zur Integralrechnung, zu Differenzengleichungen. Ja. Also das sind alles so eigene Lektionenpakete, die da hinterlegt sind und wo man sich das einfach anschauen kann als Lehrperson und sich überlegen kann, will ich meinen Unterricht mit dem machen oder mache ich ihn halt anders? Und wenn ich ihn damit machen will, dann kann ich das einfach freigeben und arbeite mit Schülern dann damit. Ja. Okay. Also das sind diese Lektionen. Ich habe es jetzt nur mal ein bisschen aufgelistet. Das kann sich dann jeder selber dann einfach durchschauen und schauen, ob da was Brauchbares dabei ist. Ja. Und das Entscheidende, alles Entscheidende sind jetzt aber hier diese Übungen da, ja, die da sind. Ja. Und ich möchte da jetzt einfach Folgendes machen, nachdem wir da jetzt, der Vorteil von diesen Übungen ist ja der, dass man da auch auf gesellschaftliche Ereignisse dann auch reagieren kann. Und aus diesem Grund habe ich da auch immer wieder dann auch so Beispiele, die einfach etwas zu tun haben mit der Pandemie, dann einfach zusammengestellt. Ich zeige da jetzt einfach einmal ein, zwei Beispiele. Da habe ich zum Beispiel aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung, kann man hier da, ich hoffe, das sieht ein jeder, das ist eine zufallsgenerierte Aufgabe, ja, wo man ein bisschen was dann erklärt bekommt, was eine Prävalenz ist, dann ein bisschen auch erklärt bekommt,
was da Sensitivität bedeutet und ein bisschen auch erklärt kriegt, was Spezifität bedeutet bei so Tests. Ja. Und das ist im Prinzip eine einfache Wahrscheinlichkeitsrechnung, wo halt die Zahlen sind zufallsgeneriert, ja, sind aber halbwegs realistisch. Ja. Das heißt, ich habe jetzt quasi hier eine Bevölkerung, wo man annimmt, in einer Prävalenzschätzung, dass 6% infiziert sind, 94% sind nicht infiziert sind. Ich habe Tests, die mit 96%iger Wahrscheinlichkeit das richtig anzeigen, mit 92%, also die positiven richtig anzeigen, mit 92%, aber quasi auch die gesunden richtig anzeigen, aber mit 8% nicht. Und dann kann man das einfach ausrechnen. Und es ist jedes Mal, wenn man diese Aufgabe aufmacht, kriege ich einfach eine andere Angabe und muss das natürlich auch rechnen. Das heißt, wenn ich da jetzt, da kann ich jetzt zum Beispiel hergehen und dann einfach das irgendwie eingeben. Ich würde das jetzt einfach verfälschen, ich gebe da jetzt einfach was Falsches ein oder so. Und der Punkt ist einfach der, man kriegt dann einfach dann im Wesentlichen eine Rückmeldung, wie diese ganzen Sachen zu rechnen sind. Das heißt, man kriegt einen Hinweis, in dem Fall, was da jeweils einzugeben ist, wie das zu berechnen ist und wie dann diese Wahrscheinlichkeit zu berechnen ist dafür, dass ich krank bin unter der Voraussetzung, dass ich positiv getestet bin. Ja? Die ist in dem Fall quasi nur 43%. Ja? Das heißt, es ist einfach dieses Phänomen, das wir da haben, dass wir einfach, wenn wir das Problem haben, wenn wir negativ getestet sind, dann sind wir relativ sicher, aber wenn wir positiv getestet sind, dann gibt es einfach nur ein bisschen diesen Spielraum, dass das einfach auch durchaus sein kann, dass das nicht so ganz stimmt. Ja? Okay, also das sind, was ich sagen will, sind dann einfach immer so aktuelle Fragestellungen da mit dabei. Ja? Beziehungsweise ich habe dann jetzt einfach da, weil es mich interessiert hat mit dem Pooling, jetzt gehe ich da nochmal hinein in die, jetzt muss ich schauen, wo das ist, da haben wir, Sie sehen da, das sind jetzt unsere Fragenkategorien, die ja da sehr, sehr detailliert schon sind, also wenn man da zur Binomialverteilung dann, man sieht dann hier irgendwie, das sind einfach Binomialverteilung, Eigenschaften und Interpretation. Da haben wir 5 Fragen drinnen, einfache Beispiele. Und ich gehe jetzt da auf komplexere Beispiele. Binomialverteilung, da gibt es nämlich ein, das ist nochmal kombinierte Beispiele sind das jetzt da. Da gibt es ein Beispiel, wo man dann einfach eine Aufgabe hat zur Poolgröße. Da geht es im Prinzip, ist es eigentlich, es ist ein Beispiel, das ich finde es einfach sehr interessant, weil man findet sowas nicht in Schulbüchern, weil das einfach nicht aktuell war. Ja. Es geht einfach darum, dass ich unter bestimmten Voraussetzungen, die ich da gegeben habe, mir überlege, wenn ich da eine Prävalenz von 26% habe, die ist jetzt relativ hoch, aber das, da kommen wir mal bald einmal hin, wie es da ausschaut mit der Poolinggröße. Ich habe da die Möglichkeit für N1, 2 und 3, was ich da am besten nehmen kann. Das ist einfach, im Prinzip geht es eigentlich nur darum, hier den Erwartungswert von einer binomial verteilten Zufallsgröße auszurechnen und den noch etwas anzupassen. Und wenn ich da jetzt die richtige Lösung eingebe, dann habe ich hier zum Beispiel bei einer Prävalenz von 26% zahlt es sich aus, quasi eine Poolinggröße von 3 zu nehmen. Wenn ich dann hier wieder irgendwas Falsches eingebe, dann kriege ich, haben wir da auch was Falsches, dann kriege ich einfach wieder die Rückmeldung, wie es habe ich eine relativ genaue Erklärung, wie die Sache zu rechnen ist. Und man kriegt hier dann das Ergebnis, dass ich quasi bei Poolinggröße von 1, 2 und 3 habe ich dann diese Werte hier und das Minimum ist natürlich das, was für mich interessant ist. Ja. Das heißt, Moment, das ist da das Minimum. Ja. Das heißt, in dem Fall habe ich wirklich das Optimum oder kriege ich eine Optimierung, wenn ich eine Poolinggröße von 3 nehme. Ja. Also das sind einfach so Beispiele, die es da gibt. Und zu guter Letzt dann gehe ich noch jetzt auf, jetzt muss ich schauen,
Anwendungen, Integralrechnung, dann sind wir jetzt ganz unten in der, muss jetzt ganz runtergehen in die Integralrechnung. Also man sieht hier einfach, es ist einfach, es gibt einfach einen Riesenpool hier, das wir da bereits haben und das, das man jederzeit verwenden kann. Also es ist jedem stets frei, dass er sich selber da seine Übungen zusammenstellt. So, Anwendungen, Integralberechnungen, genau das möchte ich jetzt. Da sind 11 Aufgaben drinnen. Und da ist jetzt auch eine Aufgabe mit Pandemie, ganz eine aktuelle. Das heißt, da kriege ich einfach hier eine, so eine typische Kurve, wie so ein Pandemieverlauf ist mit der mathematischen Beschreibung. Und muss dann halt hier einfach im Prinzip das Maximum ausrechnen und muss dann einfach da in dem Fall quasi die durchschnittlichen Neuinfektionen pro Tag bis zu diesem Hochpunkt ausrechnen. Ja. Das heißt, wenn ich da jetzt wieder was Falsches eingebe, dann kriege ich auch hier wieder eine Rückmeldung, wie das zu rechnen ist, ein bisschen in Kurzform, weil das sind Sachen, die kann man im Prinzip mit Technologie auflösen. Dass ich hier die erste Ableitung bilden muss, die Null setzen muss und man kriegt das raus. Und hier ist dann der Ausdruck, mit dem ich, der Integralausdruck, mit dem ich die durchschnittliche Anzahl an Neuinfizierten rausbekomme. Okay? Das sind jetzt einfach ein Beispiel. Also wie gesagt, wir haben jetzt in der Oberstufe sind es jetzt glaube ich 1500 sind 2000 Aufgaben schon, die da drinnen sind. Das heißt, 200.000 Beispiele, die da drinnen sind. Und was einfach noch das Plus ist an diesen Vorlagenkursen, es ist da jetzt, also man hat es gesehen, es ist einfach, ich habe versucht, den Lehrstoff da abzubilden und es ist ein Bewertungssystem hinterlegt, ja. Ein Bewertungssystem, wo ich jetzt da schnell auf die Einstellungen gehe. Ich habe da einfach das gewissermaßen vorgefertigt, ja, dass ich zum Beispiel, ich habe da die große Rubrik Übungen. Das sind Sachen, die in der Regel die Schüler so oft machen können, wie sie wollen. Ja. Die habe ich da mit einem Gewicht von 2 hinterlegt und dann habe ich da unten dann die Checks. Das sind die Checks, die habe ich mit einem Gewicht von 3 hinterlegt. Und dann habe ich dann einfach die einzelnen Themengebiete. Man sieht hier die Themengebiete, die haben einfach ein gewisses Gewicht, Reihenfolgen 1, Beschreibung Statistik 1 und so weiter. Und da sind dann die Übungen hinterlegt. Und es ist so, alle Übungen, die ich freigebe, da kriegen die Schüler und Schülerinnen eine Rückmeldung. Und das schaut in der Regel so aus, dass ein jeder Schüler kriegt dann in der Bewerterübersicht, mal schauen. Okay, das ist jetzt da nicht gut. So, Einstellungen. Ja, das war es jetzt da. Das ist jetzt nicht. Ist egal, aber das ist also im Prinzip kriegt dann jeder Schüler schön übersichtlich dann zu den einzelnen Themenbereichen. Die Übungen, die er hat, kriegt dann eine Auswertung, wie viel Prozent er geschafft hat. Kriegt eine Gesamtbewertung für jede Übungskategorie. Und das sind eine Sache, die kann man, wenn man halbwegs gut umgehen kann, kann man sich das selber noch ein bisschen einstellen oder ein bisschen verfeinern. Dann, danke, lieber Ingo. Ich glaube, das war jetzt ganz, ganz viel Information in ganz kurzer Zeit. Aber alle Achtung. Ich denke mir, du hast da ganz tolle Arbeit geleistet mit deinen Teams und mir gefallen auch diese Hintergrundinformationen voll gut, weil das lässt die Mathematik ein bisschen aus dem goldenen Käfig ausbrechen. Schauen wir mal, ob wir damit auch bei den Schülern ankommen. Und natürlich auch diese ganz ausgereiften Fragestellungen, die total aktuell sind. Das ist sicher für uns Oberstufenlehrer eine ganz tolle Sache. Und ich weiß nicht, hast du auch eine Präsentation dazu oder ist das einfach nur jetzt direkt über den Browser gezeigt worden? Direkt über den Browser einfach gezeigt worden. Ja, ja. Ich denke mir, da kann man sich gerne noch einmal das Video anschauen, dass man das nachvollzieht. Man findet ja in Eduvideo dann nach deinen Anleitungen alle entsprechenden
Links und Vorlagen, die du eben anbietest. Aber eine ganz tolle Sache, ist wirklich sehr ausgereift und auch sehr angenehm, wenn man schon so viel vorbereitete Dinge vorfinden kann. Ich sehe jetzt keine Fragen mehr im Chat. Ich habe es zwar aufgefordert, aber ich glaube, es war alles klar. Und wenn es jetzt keinen Post mehr gibt, darf ich mich bei dir bedanken. Ich werde auf jeden Fall die Aufzeichnung mal stoppen. Und